Beatrice Eglis ist emotional. Florian Silbereisen schenkte ihr ein großes Haus. Die Nutzer des sozialen Netzwerks, die dem Brautpaar Florian Silbereisen und Beatrice Eglis folgen, wissen, dass die Aktivitäten der beiden von Natur aus sehr moderat sind und stets auf eine angemessene Arbeits- und Ruhezeit abgestimmt sind, außer in folgenden Fällen, bei höherer Gewalt, wenn die Arbeit ausfällt, zwei Leute sind zu beschäftigt, es gibt zu viele Shows, die die Anwesenheit von beiden brauchen. Wie andere gewöhnliche Paare haben auch Promis wie Florian Silbereisen und Beatrice Eglis Zeit, sich nach der Arbeit zu entspannen, indem sie ein leckeres Essen genießen, Musik hören, Bücher lesen oder Filme schauen. Diese Dinge sind, je nach Anteil des Ehemannes und der Ehefrau, interessante Aktivitäten, die nicht nur der Unterhaltung dienen, sondern auch dazu beitragen, die Zuneigung und Interaktion zwischen Ehemann und Ehefrau zu steigern. Zuletzt versteckte Florian Silbereisen auch seine Frau heimlich und enthüllte Fans in den sozialen Netzwerken das Bild seiner in Tränen ausbrechenden Frau, als die beiden Ende vergangener Woche gemeinsam einen Film bei ihm zu Hause ansahen. Der Film hat einen äußerst berührenden Inhalt, wenn es um ein Mädchen geht, das versteht, dass das anderen das Herz bricht. Das Mädchen wurde von ihren Eltern im Krankenhaus ausgesetzt, als bei ihr eine tödliche Krankheit entdeckt wurde, die nicht geheilt werden kann. Anstatt zu weinen, zu fordern, ist sie sehr vernünftig, gehorsam und freut sich schweigend auf die Rückkehr ihrer Eltern, obwohl sie teilweise weiß, dass sie niemals zurückkehren werden. Beatrice Eglis war sehr emotional, als sie diese Aufnahmen sah und empfand, dass das kleine Mädchen erbärmlich und erbärmlich war. So sehr, dass sich ihre Emotionen nach dem Anschauen des Films immer noch nicht sofort erholen konnten, weil Florian Silbereisen den ganzen Tag traurig war und nicht wusste, was er mit dieser Frau anfangen sollte. Er sagte den Fans, sie sollten ihre Frauen oder Freundinnen nicht solche tränenreichen Filme sehen lassen. Denn sicherlich werden sie, wie Florian Silbereisen, in Zukunft grundlos ignoriert, und es wird viel Arbeit kosten, ihre Frauen zu beruhigen, damit sie wieder glücklich sind. Florian Silbereisen war sich der Stimmungsschwankungen seiner Frau durchaus bewusst, fand sie aber auch liebenswert. Florian Silbereisen hat nicht aufgehört, die Gefühle des Geliebtseins zurückzuhalten und will Beatrice Eglis die besten Geschichten bringen. Das ist das Bild von Beatrice Eglis und Florian Silbereisen in der vergangenen Zeit und hoffen auch, dass die beiden zusammen voll glücklich werden können. Das Haus soll nur ein Geschenk sein, aber vielleicht ist es ein Geschenk, dass die beiden nachher gemeinsam da sind und sich um die kleinen Kinder kümmern und ihnen Wärme bringen.